ein Produkt, nach dem, glaube ich, einer gefragt hat, das sind die Booster-Bundeln. Ob die eine gute Poolrate haben, ob das das beste Produkt ist von dem schlechtesten Set, finden wir jetzt heraus. Eigentlich sind ja Booster-Bundle gar nicht mal so ein schlechtes Item. Wir haben hier 6 Booster-Packs und nicht mehr, nicht weniger. Wir zahlen halt hier nur für das, was wir wollen, und das sind Packs. Und einmal hier, zack, nochmal das gleiche Design, die Booster-Artworks, bam. 6-mal das knallgrüne Set Nebel der Sagen. Wir haben auf alle Fälle auch ein Booster-Cover drin. Ansonsten war es das. Da ist nicht viel mehr drin. Ich finde das sehr, sehr interessant, dass sie so knallig grüne Farben benutzen. Und wenn ihr das auch holen wollt oder generell günstig Pokémon TCG holen wollt, schaut gerne bei meinem Partner vorbei, Pokeviert. Link in der Videobeschreibung für das Gratis-Booster. Und wir gehen einmal rein. Ich benötige auch nicht mehr viel eigentlich. Ja, vielleicht so eine SRR wäre cool, aber sonst habe ich mit dem Set, muss ich sagen, abgeschlossen. Und ihr seht, die Kameraqualität ist vielleicht eine andere, weil ich wieder mal, oh, Eisenfalter und Kriechflügel passend, wieder mal mit dem, haben wir einen Hit? Haben wir First Pack Magic Power Sanduhr. Okay. Max Axe. Und nur dicker Elefant. Ja, ihr seht es vielleicht, ich nehme gerade mit einer anderen Kamera auf. Ich nehme wieder mit dem Handy auf, weil ich mit der eigentlichen Kamera nicht zufrieden bin, weil ihr wisst es vielleicht von den Livestreams, der Kampf mit dem Licht. Ich werde ihn nie bezwingen, diesen Kampf. Und ich glaube, also, dass ich auch mal zufrieden bin mit der Qualität. Ihr seht, hier ist auch das Kameralicht an, damit, wenn wir was Schönes ziehen, was holographisch ist, es auch gut zur Geltung kommt. Und ich habe jetzt mal probeweise hier wieder das Handy angeschlossen, mit dem ich gerade aufnehme. Und ich finde die... Oh mein Gott, jo! Hundemon! Und ihr seht, seht ihr das? Ich muss halt jetzt mit der Hand näher dran, weil er keine Zoom-Funktion hat. Diese Mini-Texturen kann man es schon nennen. Und das nimmt das Handy viel besser auf. Auch generell, auch hier das Farbenspiel, die Lichter, es sieht eigentlich so viel besser aus. Was schade ist, weil ich extra eine Kamera dafür habe. Und einmal ein Cresselia holographisch. Aber ich finde, übers Handy sieht das schon cool aus. Aber das Handy ist halt jetzt nicht die Aufnahmequelle für die Zukunft. Das ist eigentlich nur eine Übergangslösung. Für den Moment dachte ich mir, dass das vielleicht die Lösung wäre. Aber ich möchte mir lieber eine richtige Kamera holen. Und ja, als ich mit der anderen Kamera, mit der wir sonst die Openings haben, Power! Aufnehmen, da sah das alles so viel schlechter aus und... Ach, Chat, ich muss noch Geld sparen für eine neue Kamera. Okay, und Bonino EX. Seht ihr das, wie das funkelt? Weil die Handykamera das einfach so viel besser aufnimmt. Das ist auch, by the way, die Kamera, mit der ich auch immer die Vlogs aufnehme, wenn ich unterwegs bin. Und das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus, finde ich. Aber ich habe irgendwie so ein unsicheres, oh, eine Reverse-Foil-Energie. Ich habe so ein unsicheres Gefühl, wenn ich das dann als Opening Can nehme, vor allem für Livestreams. Man weiß ja nie. Power! Ja, ich glaube, eben hatten wir kurz einen Ruckler gehabt. Das ist so ein Nachteil, es ruckelt. Oh, ist das nicht diese japanische Süßigkeit, die ich immer im Tiefkühlfach sehe? Es ruckelt manchmal, ist es halt nicht so 100% sicher wie eine normale Kamera. Blutmond Ursa Luna. Aber lasst mich ja gerne wissen, ob ihr die Kamera gut findet oder nicht. Jetzt haben wir lang genug darüber gequatscht. Hat gar nichts mit Pokémon zu tun. Aber ich denke mir, das könnte vielleicht den einen oder anderen auch interessieren, was so hinter den Kulissen abläuft. Ich sage euch, ich habe jetzt hier über eine Stunde mit dem Licht Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist das? Okay, wir haben Texturen. Es könnte eine Terra-Kristall sein. Weil die haben auch die Texturen. Oder es ist eine SAR. Oh, wir haben hier gefühlt in jedem Booster ein Evoli. Warum ziehen wir so oft Evoli und nicht die Art Rare? Ne, die gab es in Maskerade, glaube ich. Okay, Eisenfalter, was ist der Hit? Silvaro, Knattertox, Milza, Malzbier. Oh, Mann. Ey, aber er kommt sehr, sehr cool rüber. Schaut euch das mal an. Oh. Das ist schon cool. Das meine ich. Das bekommt die Handykamera viel besser hin als das Handy. Als die normale Kamera. Man muss aber auch sagen, die normale Kamera, die ich benutze, die ist auch schon alt. Und eine bessere Kamera wird das wahrscheinlich auch so gut hinbekommen wie das Handy. Okay. Was haben wir hier? Last Pack Magic aus dem ersten Booster. Bundles. Nobilicat. X-Bud.
Und wir pinst weg. Ah, ich habe mich geschnitten. Okay, es blutet nicht. Die nächsten 6 Booster-Bundle. Was ich auch merke, ich nehme ja über OBS auf. Und ich schaue ja über OBS, was ich aufnehme und nicht so ist normal. Und so schaue ich über OBS. Das ist die Ansicht, die ihr ja eher kennt. Und ich sehe das ja dann genauso wie ihr. Es blutet nicht. Wichtig. Und ich sehe, dass es auch ein bisschen verzögert aufnimmt. Das ist, ja okay, ist jetzt auch gerade über Bluetooth verbunden und nicht über Kabel, weil das Kabel Wackelkontakt hat. Doppelhypno! Oh, wir haben Kupfanti und mir ist das noch nie so aufgefallen, aber seht ihr das? Diese grobe Körnung, ich muss halt jetzt so nah dran gehen, weil wir nicht so ein Drehrad haben zum Zoomen. Das mag ich denn eigentlich eher bei einer Kamera. Wir haben auch hier so eine grobe Körnung, was man schon halbwegs als Texturen schimpfen kann. Und einmal Villain Arc Zoro Arc, bis eine neue Cam kommt. Ich habe ja schon eine in Aussicht, aber die sind teuer. Die kosten ein paar tausend Euro, aber dann hoffe ich mir, dass ich dann erstmal meine Ruhe habe. Seper, Schafax, Snibuna, Griechender Flügel, der Discord Mod, Hundamon, Sneebel und ein fetter Elefant. Die beste Pullrate hatten wir bisher aus dem Booster Bundle. Bisher aus dem Booster Bundle hatten wir eine SAR aus einem. Aus dem Mini-Tint, sorry. Aus dem Mini-Tint. Oh, wir haben wieder hier irgendwas, was funkelt. Snobilicat Art Rare wäre heute sehr, sehr fein. Ist eine richtig teure Karte geworden. Akroma, Eisenfalter, Mauzi, Griechender Flügel. Oh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen, dieses Zwirpins, bitte. Wir gehen rein mit einer Wasserenergie. Hundemon, Evolimon, Arboretosmon, Snobilicat, Yveltal hat, glaube ich, auch eine geile Art Rare in dem Set oder in dem vorherigen. Power, Sanduhr, ich habe es nicht vergessen. Kettenmochi, ist das nicht diese japanische Süßigkeit, die ich in meinem Tiefkühlfach sehe? Mann, Mann, Mann. Also, dann hauen sie ein extra Set da raus und dann ist die Pullrate so eine Nicht-Gönner-Pullrate. By the way, das ist mir neulich aufgefallen. Wir waren ja gestern live auf dem Zweitkanal und also zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt. Und da ist mir aufgefallen, dass Stellarkrone ganz schön kleines Set ist. Man merkt richtig, dass das hier eigentlich kein Set sein dürfte, dass diese Karten fehlen bei Stellarkrone, damit das die Größe hat, die normale Set einfach so hat. Snobilicat, Capo, Beatori EX. Aber ich finde das faszinierend, dass die Sterne, dass das jetzt mal so richtig in Geltung kommt. Wirklich. Das ist echt ein Unterschied von Tag und Nacht mit der Kamera. Last Pack Magic. Gehen wir rein mit Nebel der Sagen. Das wird sehr wahrscheinlich das letzte Booster sein, was ich von Nebel der Sagen aufmache. Wir machen's. Kurz und knackig. Ja, Freunde, das war das Opening. Lasst mich gerne wissen, wie ihr die Booster Bundles so findet. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Und ciao.